liebe Fans der Niners, zur neuesten Ausgabe des Wiedercola Basketball-Blogs. Heute kurz nach dem Spiel gegen den Tabellenfünften, die Crailsheim Merlins. Und wieder zum 11. Mal in den letzten 12 Spielen gegen unsere Niners als Sieger vom Feld. Endstand 57-52. Wieder mal so eine Defense-Schlacht. Und neben mir steht der Präsident der BV Chemnitz 99, Detlef Müller. Hallo. Hat die Mannschaft langsam Gefallen an solchen Defense-Spielen gefunden? Es ist ja wahnsinnig spannend und macht unwahrscheinlich viel Spaß zuzuschauen. Es ist ja, ihr sagt ja dann wahrscheinlich ja Low-Score-Games, also diese Spiele mit wenigen Punkten. Und was ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass man mit 57 Punkten auch mal ein Spiel gewinnt. Aber man hält die anderen halt bei 52. Und das war ein wahnsinnig schönes Spiel. Was schön vielleicht nicht, aber sehr spannend, sehr kampfbetont, spannend einfach. War ein Genuss. Es war ein Genuss, die Mannschaft, aus meiner Sicht auch den Verlust von Ty Shaw, der gerade noch in den USA weilt und erst nächste Woche wieder zurückkommen wird, sehr gut kompensiert. Ist das vielleicht so eine Charakterstärke des Teams, dass sie es, so ein Ausfall sie noch mehr zusammenschweißt? Das ist unbedingt richtig, was du sagst. Also gerade in diesen Situationen, wo man eigentlich denkt, jetzt gibt es einen starken Abfall in der mannschaftlichen Leistung, dann wachsen sie über sich raus. Da kommt der Alex Rosenthal oder der Tom Lipke, da machen sie auch ihre besten Spiele für uns. Dann wachsen sie wirklich zusammen und helfen einander und wirklich das Ding zu gewinnen. Wobei der Terran ja auch nicht heute so seinen besten Tag hatte, das ist schon stark. Das zeigt einen guten Charakter. Und jetzt, ich hatte es vor uns eingangs erwähnt, der 11. Sieg in den letzten 12 Spielen. Die Niners sich bis auf Rang 3 der Tabelle vorgearbeitet. Selbst die beiden Ersten, Bayern und Würzburg, fangen so langsam an, über Chemnitz zu sprechen. Sprecht ihr über die beiden ersten Tabellenplätze? Da sprechen wir natürlich drüber, weil die Chance ist ja einfach sportlich da. Und ich denke, es würde sich niemand mehr den Aufstieg wünschen wie ich. Das ist vollkommen klar. Ich mache das jetzt seit fast 10 Jahren hier in dem Verein. Und mal so weit oben stehen, nach vielen Höhen und Tiefen, ist schon ein schönes Gefühl. Aber man muss halt eben gucken, wie man es dann hinkriegt, die ganze Geschichte. Weil sportlich ist der eine Teil, der andere sind die berühmten Finanzen. Der dritte Teil ist die Halle, die dann auch irgendwie erstligatauglich sein muss. Aber es ist logischerweise auf der Agenda und wir müssen an allen Fronten arbeiten, um es zu schaffen. Wenn es denn so kommen sollte, wenn der Betriebsunfall tatsächlich passieren sollte. Aber auch so, denke ich, eine grandiose Saison bis jetzt, die in 2 Wochen im Heimspiel gegen Bayern München am 12. Februar hier ihre Krönung feiern könne. Was denkst du, was ist für die Mannschaft gegen den großen Favoriten der Liga, gegen Bayern München drin? Und gibt es vielleicht ein bisschen was Besonderes im Rahmenprogramm für dieses Heimspiel? Ich denke, wenn die Bayern kommen, wird bei ihnen die Lederhose ziemlich voll sein. Also das spricht sich ja in der Liga rum und wir werden ja auch beobachtet, auch von Bayern, auch der Bauermann guckt ja alles Mögliche an, wie wir hier spielen. Und sie haben einen ziemlichen Respekt vor unserer Leistung, vor der Defense-Leistung, die wir hier spielen. Und sie wissen, dass es hier nicht einfach wird. Es wird für sie überhaupt kein Selbstläufer werden. Und wenn wir so spielen wie in den letzten Spielen, das heißt mit einer hammerharten Defense, mit wirklich hoher Konzentration, dann ist, denke ich mal, alles drin. Wir wissen ja auch, dass die Liga uns für diesen Tag alle Mannschaften die Daumen drücken. Haben die Kreis, haben uns ja heute auch gesagt, der Ingo Enzkat, also unbedingt. Und ihr schafft das und wir würden uns alle freuen. Und ich denke, wir wollen es auch beweisen, dass wir die Übermannschaft, die Bayern, schlagen können. Und das, denke ich, ist ein riesengroßes Ziel und die Möglichkeit besteht. Na, dann drücken wir natürlich den Niners mal alle Daumen. Und ihr könnt natürlich auch dabei sein. Samstag, 12. Februar, 19.30 Uhr, Hartmannhalle, Heimspiel gegen Bayern München. Tickets solltet ihr euch ganz schnell besorgen. Das Spiel wird garantiert ausverkauft. Und wer kommt? Unbedingt in Weiß kommen. Die Heimspielkleidung unserer Niners sind weiße Trikots. Und wir wollen zeigen, das gesamte Publikum, dass wir wie eine weiße Wand hinter unserem Team stehen. Also weißes Hemd, weiße Bluse, weißes T-Shirt an. Und dann klappt es vielleicht auch gegen Bayern mit euch. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.